Nintendo hat uns ein riesiges Bastelpaket geschickt, nämlich das Nintendo Labo VR-Set mit allen Toy-Cons, nicht nur so ein Basispaket. Und das werden wir heute ausprobieren, werden checken, wie cool das funktioniert mit dieser VR-Brille, wo man die Switch einfach reinsteckt, und wir werden den Blaster bauen. Oh yes. Also, es fängt erstmal damit an, dass man unheimlich viel Zeit ins Bauen steckt. Wer schon mal Nintendo Labo gebaut hat, gespielt hat, kann man ja nicht sagen, der weiß, dass das teilweise ziemlich lange dauert. Das hier sind so Bastelbögen, da seht ihr, da habe ich schon so ein bisschen was rausgetrennt, weil, ich glaube, den kannst du schon mal zeigen. Du hast da was vorbereitet. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe schon mal einen Teil des Blasters gestern Abend bis wirklich 12 Uhr nachts zusammengebaut schon mal. Das wird dann irgendwie... Das sieht jetzt schon mega... Da sind hier so Gummibänder. Mega fancy. Hier, guck mal, der Sepp, der macht ja die Handkamera, ne? So, also das hat schon ewig gedauert. Das gehört auch noch irgendwie dazu. Wir werden das assemblen. Aber vielleicht, bevor wir damit anfangen, noch einen kurzen Blick auf die Brille werfen. Das ist sie. Das ist letztendlich... Warte mal, ich stelle den Blaster mal weg. Letztendlich hier, ich zeig dem Sepp das mal, wird hier die Switch reingeschoben. Ja, das ist nichts anderes als eine kleine Dockingstation. Aus Pappe sozusagen. Und witzigerweise, was ich ganz interessant fand, ist, hier ist so ein Pseudo-Knopf. Das ist einfach nur aufgedruckt, ja, obendrauf. Und manchmal fordert dich die Switch, beziehungsweise eben das Labo VR-Spiel auf, wenn du die so vorm Auge hast, dass du hier tipp obendrauf tippst. Ja. Aber da ist ja gar kein Knopf. Aber trotzdem klappt. Aber klappt. Das ist Magic. Es ist Magic, Nintendo Magic. Ansonsten, das Einzige, was wirklich hartes Plastik ist im Vergleich zu dem ganzen Pappzeug, ist natürlich hier dieses Visor. Das kommt in einer extra Hülle in diesem großen Paket. Das ist wirklich, ich sage jetzt mal, ganz normales Plastik, China-Plastik. Da kann man jetzt nicht irgendwie was Hochwertiges irgendwie erwarten, aber... es funktioniert, ne? Es funktioniert halt tatsächlich. Gerade kurz schon mal ausprobiert, das war schon ganz nett. Also. Ja, also ich bin gespannt, das, was man als erstes mit der Brille machen kann, das sind leider nur so reine Tech-Demos, das sind auch keine nennenswerten Spiele, das heißt, wir brauchen jetzt einen Toy-Con. Wir brauchen jetzt einen Toy-Con und ich habe auch richtig Bock zu bauen. Ja. Weil da fühlt man sich immer so wie so ein Kind wieder. Ich baue auch total gerne Lego. Es macht einfach Spaß. Die Anleitungen sind echt gut gemacht. Ja. Sie sind sehr, sehr Nintendo-typisch einfach. Das heißt, du spulst vor, du kannst aber auch jederzeit zurückspulen, kannst natürlich die Kamera und drehen und zoomen und den ganzen Kram. Aber eigentlich ist es so, wie es ist, schon ganz cool. Unten rechts siehst du dann den Fortschritt. Ihr seht, ich habe schon ungefähr so eine Dreiviertel voll. Okay. Das heißt, es hat echt schon, überleg mal, 2 Stunden. Das ist mit Bauzeit 3 Stunden angegeben. Ich hoffe, wir sind ein bisschen schneller. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir stehen geblieben sind. So, und der Chris, der muss jetzt bauen. Ich tu mal diese Bögen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du hast es ja noch nie gemacht. Ich will mal am lebenden Objekt zeigen, ob das was für Kinder ist. Sehr intuitiv ist. Also, der nächste Teil ist ziemlich spannend. So, jetzt klapp mal genau die beiseite. Ja, und die nach außen, ja. Genau. So, jetzt kommt das, was ich gestern auch schon zusammengebaut habe. Dieses den Griff. Ja. Okay. Der kommt jetzt da so ran. Ja. Aha, siehst du diese schrägen Schlitze im Griff neben dem Haken? Senke sie direkt über diese höher stehenden Teile an der Röhre. Ja. Ja, die müssten da direkt drauf, ne? Ja. Ich trau mich noch nicht, ich bin noch ein bisschen schüchtern. Ah, passt die an. Ja, guck. Warte kurz. Spur mal zurück. So. Okay. Ja, passt ja wirklich hier angegossen. Passt. Als hätten die es geplant. Es sieht schon sehr mächtig aus. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ja, irgendwie, also so ganz fertig sind wir noch nicht. Halte den Griff in der Hand, ne? Ziehe den Schieber zurück. Klack. Oh ja. Drücke anschließend den Knopf. Da ist out. Oh Gott. Oh! Oh!
So, wir machen das jetzt so. Wir haben ja jetzt das Problem, in dem Moment, wo wir die Switch hier in die VR-Brille oder da oder sonst irgendwo reinschieben, was in einem Toy-Con ist, können wir es nicht mehr capturen, weil wir können ja nur das Spielbild in-game capturen, wenn das an unserer Docking-Station und an dem Capture-Gerät hängt. Das heißt, wir machen das jetzt so. Wir spielen jetzt eine Runde und das, was in-game passiert, das zeichnen wir danach nochmal im Nicht-VR-Modus auf, damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir euch bescheißen wollen, aber das, was ihr gleich in-game seht, ist nicht das, was wir jetzt zuerst spielen. Habt ihr das irgendwie verstanden? Ich schon. Ihr werdet das sehen, wir werden Spaß haben, tolle Sache. Ich überlasse es dir, das erste Spiel zu spielen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was du dann jetzt machst. Wir werden einfach... Guck durch. Geht schon los. Oh, ich muss klopfen. Und es hat wirklich funktioniert. Ich bin in einer Kiste. Ich bin in einer Stadt. Ich habe geladen und ich habe einen getroffen. Okay, das ist mega. Also, es fühlt sich sehr, sehr geil an. Man schießt auf so Wackelpuddingartige Viecher in Pink. Die Grafik ist funktional, würde ich sagen. Ja, die ist nicht berauschend, glaube ich. Aber sie funktioniert. Also für das, was sie machen will. Es ist so ein Raygun-Shooter, sehr langsam. Oh, das war ein guter Schuss, Christian. Es ist ein bisschen anders als die normalen VR-Brillen, die ja fest sind. Dadurch fühlt es sich ein bisschen ungewohnt an, aber... Die Joy-Cons hier an der Seite, das macht jetzt keinen Unterschied? Das macht keinen Unterschied, nee. Also ich muss wirklich nur diese Mechanik hier machen. Ich will auch mal! Nein, ich spiele jetzt die ganze Zeit. Aber ich habe das auch zusammengebaut. Oh, jetzt stehe ich auf einem Platz und die ganze Zeit fahren Viecher um mich herum und alles explodiert. Das ist echt auch ganz cool. Aber die Grafik ist schon sau unscharf, ne? Also dieser Fliegengitter-Effekt, den man bei richtigen VR-Brillen so kaum noch hat, sozusagen. Du hast es jetzt, du hast es jetzt ehrlich formuliert, ich habe es versucht ein bisschen. Also du schaust halt, als wenn du dir so einen alten Röhrenfernseher direkt vor die Augen setzt. Weißt du, was ich meine? Ja, so ja. Diese Rillen, die es früher bei alten Röhrenfernsehern gab. Ja, geil. Aber es funktioniert. Also ich meine, die Bewegung, du hast wirklich das Gefühl, dass es 1:1 ist. Das ist schon ganz nett. So, und wir spielen jetzt das nächste Spiel. Ah, da ist ein Nilpferd. Okay. Was musst du mit dem Nilpferd machen? Also, da ist ein Pool mit vielen, 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 vielen Nilpferdern. Ich glaube, das kann man als Versus-Ding spielen. Warte mal, jetzt lädt das irgendwie. Sauge eine der Früchte über dir auf. Ah, und füttere die Nilpferde. Yay! Oh, es hat ein Herzchen über den Kopf gekriegt, weil ich ihm ganz viele Weintrauben gegeben habe. Und dann sagt es Bäh? Ja, Weintrauben. Es schwimmt ein bisschen näher, aber ich habe einen Punkt. Ich habe noch nicht so ganz raus, ob ich links oder rechts lieber... Oh, ich habe eine riesen Melone in seinem Maul geschossen. Bäh! Oh, es kommt näher! 1:1. Hat es auch ein Herzchen gehabt? Nee, es wackelt aber mit den Ohren. Solo-Nilpferd, was muss ich jetzt machen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte auch Solo-Nilpferd da stehen und dann nichts mehr. Aber das finde ich eine coole Idee, dass man so miteinander spielt. Ah, der Joy-Con ist rausgefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Also das ist halt der Blaster. Wie gesagt, ich kann das hier auch nochmal zeigen. Beziehungsweise der Sepp kann das nochmal eben einmal filmen. Das Ding haben wir gerade zusammengebaut. Dann gibt es noch eine Kamera, da gibt es natürlich Spielchen. Das ist die VR-Brille an sich. Dann so einen komischen Elefant. Und ein Vogel. Und dann kann man ja noch ganz viel... Also die packen da auch immer so ein paar Bögen dabei. Ich kann das mal einmal zeigen, wie das aussieht. Zeig mal die Bögen, weil das ist schon beeindruckend, wie viel da im Endeffekt drin ist. Genau, so hier war das Spiel drin, also die Spielehülle. Hier war die Kamera drin. Das ist noch eine Halterung, die sollte ich gestern bauen. Das ist so eine Abdeckung für die VR-Brille, dass die nicht rausrutscht, wenn du die Joy-Cons nicht dran hast. So, und dann das hier. Das sind alles noch Bastelbögen. Ja. Die alle noch verbaut werden müssen. Und da hat man eine Menge zu tun. Ja, also ich meine, wir hatten im Menü ja auch gesehen, für unser Blaster braucht man 3 Stunden maximal, würde ich sagen. Und für die anderen war es immer so 1 Stunde bis mindestens, anderthalb. Ja. Plus, du hast natürlich auch die Möglichkeit, das gab es bei den anderen Labo-Paketen ja auch, diese Toy-Con-Werkstatt, wo du selber quasi die Switch programmieren kannst. Kannst dir selber Spiele programmieren. Krass, ja. Du hast auch meistens noch so ein paar extra Bastelbögen dabei oder du bastelst dir halt selber irgendwie was.
Und da gibt es ja mittlerweile auch richtige Wettbewerbe und Leute, die da also eine Kreativität beweisen, die ich nicht in mir habe. Und auf da tatsächlich gar keinen Fall, ja. Richtig geile Dinger bauen, weil du hast die Programmiersoftware, ja, und du hast die Eingabeinstrumente und dann kannst du dir irgendwas aus dem Hirn saugen. So. Das ist echt ziemlich cool wieder, ja. Ja. Sehr schön. Also, Nintendo Labo VR haben wir netterweise von Nintendo zur Verfügung gestellt bekommen. Und also mir macht es richtig Spaß. Wobei mir das Bauen mehr Spaß macht als das Spielen. Ja, also das muss man ehrlich sagen. Man muss schon sagen, das Spielen ist dann so eine kleine Belohnung am Ende. Aber ja. Ich glaube nicht, dass ich jetzt morgen nochmal hier hinkommen würde, um mit dir eine Runde Niefelder zu füttern. Nein, morgen habe ich auch keine Zeit. Mein größtes Problem ist aktuell, ich habe ja das Fahrzeugkit auch schon, irgendwie diese Dinger bei mir im Büro unterzukriegen, weil die sind schon sehr platzeinnehmend. Sehr, sehr, sehr massiv, ich meine. Ja. Aber letztendlich eine geile Sache, gerade für Familien mit Kindern, das ist ja auch die Hauptzielgruppe, aber eben auch, ne, wie du eben gesagt hast, alter Lego-Nerd, das triggert was in schon, einem, da schon, hat man ja. Bock drauf. Ja, aber wenn man das ganze Set aufbaut, klar, hast du einen Schrank voll. Ne? Ja. So, schon dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, wir konnten das eindrucksvoll demonstrieren. Und wenn nicht, wenn ihr Fragen habt, ab in die Comments. So, während hier noch weiter geschossen wird, könnt ihr euch zwei weitere Videos anschauen, beziehungsweise eigentlich sind es vier. Einmal das Hellboy-Review von Sepp. Oh. Ich habe mir sagen lassen, der ist nicht ganz so geil, richtig, Sepp? Und dann haben wir eine neue Formatreihe, das Indie-Roulette. Wir zeigen euch Indie-Spiele, in diesem Fall für die Switch. Die Playlist ist auch unten verlinkt. Das war's von uns für heute. Tschüss. Tschüss.